Yo, servus, wie geht's euch dazu? Ich bin's, der Big Mesher. Willkommen zurück zu einem weiteren Lost in Translation Let's Play von Futaba Pretty Cure Max Hard Machi Machi Fight the Indianai. Und wir sind ja bei Level 4, glaube ich, zum Stillstand gekommen. Doch bevor wir mit den Levels weitermachen, richte ich noch ein wenig meine Wohnung ein. So, mal gucken. Arisa, was machst du da? Ja, das ist ein Schreibtisch. Ja, sieht sehr interessant aus. Okay. So, ich habe ja jetzt mit Hikari, also Shiny Luminous, gespielt. Und ich habe... Also ein Schreibtisch. Was macht sie da mit dem Schreibtisch? Trommelt sie auf dem Schreibtisch oder was? Jedenfalls, ich habe da noch ein paar Blumen bekommen, okay. Ja, ich weiß, der Raum ist sehr langweilig. Da fehlen noch ein paar Sachen. Ja. Oh, stimmt ja, wir haben ja auch Kyo White, also Honoka, gespielt. Ja, sie sieht ziemlich desinteressiert über ihre neuen Möbel aus. Halt, eben hat sie gerade was gemacht. Das sieht langweilig aus. Aber irgendwas wollte sie gerade machen. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, was der Sinn von diesem kleinen Modus ist. Wahrscheinlich einfach nur hier als kleines, nettes Gimmick, um irgendwie, sag ich mal, die Zeit zu vertreiben. Jedenfalls, jetzt macht sie gerade gar nichts mehr. Okay. Gucken wir nochmal, was Nagisa macht. Ja, sie staunt immer noch über die Wunder der Technologie. Ja, wunderbarer Schreibtisch. Streichelt sie die Pflanze oder was? Oder versucht sie die Pflanze zu streicheln? Okay, das reicht erstmal. Machen wir wieder mit den Levels weiter. So, wir sind immer noch bei Märchen World. Kyo Black sieht nicht gerade besonders motiviert aus, okay. Und Shiny Luminous ist wie, ja, ist mir doch egal. Wie gesagt, Lost in Translation, ich verstehe kein einzelnes Wort Japanisch von dem, was da steht. Wenn ihr Japanisch versteht und Texte lesen könnt, gut für euch, schlecht für mich, weil ich werde mich hier einfach durchklicken. So, wir sind wieder Kyo Black. So, was ist das hier? Oh, dir traue ich nicht, dir traue ich nicht. Mich möchte hier alles und jeden umbringen, also sogar der Getränkeautomat. Ah, okay. Cool. Endlich mal etwas, das mich nicht umbringen will. So, Kristalle bräuchte ich ja eigentlich. Aber halt, ich gehe erstmal... Ah! Ah, das Spiel hat mich reingelegt. Ich dachte, hier unten wäre noch irgendwas, aber das sind nur zwei Gegner. Ah. Man hat mich verarscht. So. Ah. What the hell? Was ist das? Nein! Ah. Oh. Flacken, so viele Flacken. Ah, Flacken wollen mich am meisten umbringen. Ah, ich wusste es, ich wusste es. Aber hier unten gibt's ein Herr. Ist das nicht ein netter Freizeitpark? So, mal gucken, hier ist wieder diese dämliche Seifenblasenautomat, was auch immer das hier ist. Na, jetzt, yes. Obwohl ich hätte, glaube ich, noch weiter gekonnt. Ja, ich wusste es. Spiel, versuchst du irgendwelche Scheiße von mir zu verstecken? Nicht mit mir. Halt, komme ich etwa auch hoch? Kurz warten. Nein, verdammt. Unsichtbare Barrieren. Ah. So, ich wollte mal gucken, ob ich wieder eine Karte aufrufen kann, aber anscheinend geht das nicht.
So wie im Vorgängerspiel. Naja, was soll's. Und wild gewordene Pferde, Karussellpferde wollen mich wieder lynchen. Nicht mit mir. Geht's denn noch weiter hoch? Herz! Wollt ihr das Herz von mir verstecken? Ah! Na, wie gut, dass ich gerade das Herz aufgesammelt habe. Oh, dämliche Flagge. Aha, nicht. Aha. Es ist zum Stillstand gekommen, okay. So. Ei. Komm. So. Nein! Oh. Jetzt! Nein! Davis, Rennfahrzeug, dir traue ich nicht über den Weg. Ich guck sowieso kein Formel 1. Jetzt! Nein, was mache ich nur falsch? Muss ich überhaupt... Du bist zur Leiter, kann ich nicht einfach... Kurz warten. Vielleicht kann ich auch einfach so nach oben. Ich bin doch wirklich ein Vollidiot. Und dasselbe Minispiel wie zuvor, das ich mit Cure Black gespielt hatte, beziehungsweise Maple. Da, Maple! Okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig, ja? Ah. Maple, konzentrier dich. Hat Maple noch irgendwas anderes drauf? Außer, Suizid, Tauchen? Was rede ich denn mit Tauchen? Wir fliegen doch. Ah ja, Deutsch. Ah. Nein, ich will dahin. Ah. Ich meine Sturzflug. Genau, Sturzflug. Ah, ja, Kurzzeitgedächtnis. Warum fallen mir immer die Namen ganz zum Schluss ein? Komm. Oh, nein. Ah. Ich glaube, ich bin jetzt schon am Ende. Ja, zwei Herzen habe ich bekommen, reicht doch. Ja, volle Herzen, wunderbar. Da, komm, spring endlich von der Leiter runter. Nein, ihr seid wieder zurück. Warum seid ihr wieder da? Das mag ich nicht. Na, ich hab's doch gewusst, ihr kann nicht über den Weg trauen. Ah, du. Ich wusste es. Ihr feigen Schweine. Immer wenn ich nicht gucke. So, Maple ist zwar wieder kleiner als wir, aber immer noch ein bisschen zu groß. Wie gesagt, Grafiklimitation des Gameboys. So, ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist. Ich nehme an, wir haben, so wie es sich anhört, hört sich an wie eine Achterbahn. Ah, das wird lustig. Kurz warten, ich muss mal einen Break machen. Bin gleich wieder zurück. So, da bin ich wieder. Ja, ich nehme an, ich muss hier hoch. Ich muss es doch nach Achterbahn. Arschloch. Ach, ich muss den Wichser aufhalten oder was? Großartig, wie soll ich das genau machen? Ah, okay, schon kapiert. Ich muss bis ganz da hinten hin. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich renne jetzt einfach mal. Ah, er hat mir Schaden zugefügt. Wichser. Aha, kriegst mich nicht. Merkt mir schon ein bisschen, dass ich keinen Doppelsprung machen kann.
Als habe ich umsonst auf die Achterbahn draufgehauen. Wo ist der Reparaturdienst oder Sicherheitsdienst, wenn man die Leute mal braucht? Oh, Panda-Bär, Panda-Bär. Dir traue ich nicht über den Weg, Panda-Bär. Neue Möbel. Wunderbar. Nein, nein, nein. Ah, scheiß Fahren. Immer sind sie mir im Weg. Oh, Kanonen, 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 Kanonen. Nein, hau ab. Aber ich brauche das Herz da unten. Panda-Bär. Ich wusste es, Panda-Bär, den kann ich nicht über den Weg trauen. Ebenso wenig wie der Flagge da unten. Ach komm, ich hab die Bekloppte drauf geprügelt. Ja, das war ja sinnlos. Na gut, ich hab hier neue Möbel bekommen. Was soll's? Kanone. Oh cool, ich kann... Ah! Flackenkanone und Panda-Bär, das gefällt mir gar nicht. Ah! So, noch mehr Flacken. Und eine Gummiente. Gummienten sind die einzigen, die ich vertrauen kann. Was? Ach komm, ich hab wie bekloppt draufgeprügelt. Ja, nur noch zwei Herzen, das ist nicht gerade gut. Ich hoffe, ich bin bald am Ende des Stages. So. Panda-Bär. So, wo ist es? Endlich! Ende vom Stage. Ah. So, was habe ich bekommen? Ein Stuhl zum Schreibtisch. Wunderbar. Und ich habe, neues Stage für Maples Minispiel freigespielt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich nehme an, irgendein Kissen. Und wir sind wieder außerhalb vom Freizeitpark. Wären wir doch einfach drin geblieben. So, nach dem Muster gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass wir jetzt Cure White spielen. Oh, doch nicht. Wir spielen jetzt alle drei. Oh, Boss Stage, Boss Stage. Und wir sind müssen gegen ein Piratenschiff oder eine Galeone, was wir immer da kämpfen. Okay, Konzentration, Konzentration. Garantiert nicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Also hier ist das... Hier hört das Stage auf. Ah, okay, ich muss das Schiff doch angreifen. What? Okay, wir wechseln also nach jedem Treffer oder zwei Treffer. Die Pretty Cures Shiny Luminous, warum bist du ausgerechnet hier erschienen? Ah. Ich habe nicht vergessen, wie nutzlos du eigentlich warst in Yes Pretty Cure 5 Go Go Tending to Go. Ah, endlich besiegt. Wunderbar. Okay, das war anscheinend die spezielle Attacke. Akzeptiert. Ja, Märchen World geschafft.
Johei! So, welches Level gehen wir denn als nächstes? Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nach rechts gehen. Ich habe jetzt total vergessen, was die nächste Welt war. Ja, ja, genug geschwaffelt. Nächste Welt, Aqua World. Okay. Ah, dann muss die nächste die Dschungelwelt sein. Und das nächste ist dann quasi das letzte, das Boss-Stage. Und da ist eine Katze. Die Katze ist mir jetzt aufgefallen. Warum ist da eine Katze? Keine Ahnung. Ich mag Katzen. Und wir fangen dann mit Cure White an. Okay. Allerdings nicht mehr heute. Nein, ich sagte nicht mehr heute. Seemöwen. Oh, na wunderbar, jetzt wollen mich auch Seemöwen killen. Richten wir uns mal unsere Möbel ein. Also, wir haben jetzt mit Cure Black gespielt. Insofern kriegt sie ihren Stuhl und... Ach, jetzt kapiere ich, was das ist. Das ist ein Bücherregal. Und eben hat sie sich zum Bücherregal teleportiert, akzeptiert. Was du da machen? Hündchen spielen oder was? Nee, ich weiß. Sie durchsucht ihren Bücherregal, aber das sieht schon irgendwie lustig aus. So, gucken wir mal, was die anderen machen. Honoka sieht immer noch so desinteressiert aus. Akzeptiert. Ach, jetzt weiß ich, was das Schwarze da ist. Ich glaube, das ist ein Mülleimer, oder? Da bilde ich mir das nur ein. Hör auf, den Mülleimer zu streicheln. So. Hikari sieht auch desinteressiert aus. Ja, wäre ich auch bei nur gerade mal zwei Sachen in meinem Raum. Pflanze und Schreibtisch. So, mal gucken. Ich will mal sehen, ob ich jetzt da rein kann. Ah, es geht, jetzt geht's. Mal sehen, was das hier ist. Was? Das habe ich jetzt gerade gar nicht kapiert. Um was geht's hier? Um was geht's hier? Ich weiß gar nicht, um was es hier geht. Ach so, wir haben nach Meppel den dämlichen Wichser gesucht. Und ich habe irgendwas bekommen. Was zum Teufel? Ich habe einen Stern bekommen. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, was das für einen Sinn gemacht hat. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Jedenfalls, meine Aufnahmezeit läuft jetzt davon. Ja, das war ein kurzer Part. Na, ich gehe mal davon aus, dass es ein kurzer Part war. Jedenfalls, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Das nächste Mal geht's weiter mit Aqua World. Bis dahin wünsche ich euch noch was und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!